Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, meine lieben Freunde, ich möchte mich mal mit euch über ein Thema unterhalten, was ja ziemlich tricky ist in letzter Zeit. Und zwar geht es um das nächste GTA 5 Online DLC oder beziehungsweise Update, was eventuell meiner Meinung nach nicht mehr kommen wird für die Old-Gen-Konsolen, das heißt für PlayStation 4 und die Xbox One. Der Grund dafür ist ganz einfach, weil wenn wir uns mal die ganzen Statistiken angucken, wann wir die ganzen DLCs in GTA Online bekommen haben, dann sieht es ziemlich schlecht aus, weil die ganz großen DLCs, die wir in GTA Online immer bekommen, bekommen wir ja hauptsächlich immer im Sommer. So, und da wir dieses Jahr im Sommer ja das Tuner-DLC bekommen haben und jetzt die Next-Gen vor der Tür steht, also die GTA 5-Version für die Next-Gen, wird es ziemlich rar. Weil, ihr müsst mal überlegen, oder was heißt überlegen, es ist so, es ist Tatsache, dass Rockstar Games irgendwie, auch verständlich, keine Zeit mehr dafür hat, um ein größeres GTA Online DLC noch für die Old-Gen rauszubringen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Erstens kümmert sich Rockstar Games ja noch um die Next-Gen-Version von GTA 5. Das heißt, GTA 5 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X. Ja. Dann hat Rockstar Games noch die ganze Zeit an der Remastered-Version von der Trilogie gearbeitet. Ja. Das nimmt natürlich auch nochmal Zeit in Anspruch. Dann kommt ja auch noch dazu, dass Rockstar Games damit beschäftigt ist, Fehler, Patches und Erweiterungen für die Next-Gen-Version rauszubringen oder zu überarbeiten und generell zu bearbeiten. Und natürlich ist Rockstar Games nebenbei immer noch damit beschäftigt, Fehlerbehebungen in der Remastered-Version von der GTA-Trilogie zu beheben, ja. Und es läuft ja auch noch nebenbei Red Dead Redemption, wo Rockstar Games sich ja auch noch drum kümmert. Ja? Und da wird GTA 5 Online halt ein bisschen nach hinten geschoben, was jetzt die Old-Gen-Version angeht. Ja? Ich meine, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt noch ein größeres DLC für die Old-Gen-Konsolen kriegen. Wenn überhaupt, also ich persönlich gehe einfach mal stark davon aus, dass wir nur noch kleinere Patches oder Fehlerbehebungen, wenn überhaupt ein ganz, ganz kleines DLC für die PlayStation 4 und die Xbox One bekommen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt noch im Winter mit dem Winter-DLC jetzt noch ein riesen DLC zu erwarten haben für die PlayStation 4 oder die Xbox One. Ich meine, mir persönlich ist es egal, ich habe ja schon etwas längere eine PlayStation 5 und nebenbei zocke ich das ja noch auf dem PC. Daher kann es mir persönlich eigentlich egal sein und für euch, diejenigen, die jetzt eine PlayStation 5 haben oder auch auf dem PC zocken, denen kann das auch egal sein, weil die Updates kommen da ohnehin so oder so für die nächsten Jahre, für den PC ja sowieso. Aber für die Old-Gen-Spieler, das heißt für die PlayStation 4-Spieler und für die Xbox One-Spieler, kann es ziemlich schlecht aussehen, ja. Weil, was ich ja schon gerade angesprochen habe, ist Rockstar Games ja ziemlich damit beschäftigt, andere Dinge zu tun und leider nicht mehr, ja, wirklich dahinterherkommt, irgendwie ein DLC jetzt noch, ein großes DLC für die Old-Gen rauszubringen, ja. Und, ja, jetzt steht ja das Weihnachts-DLC vor der Tür. Was heißt Weihnachts-DLC? Ist immer dieses Weihnachts-Update mit Schnee und ach, allen möglichen Kram. Ja, ich meine, das ist ja nicht wirklich ein DLC, wo wir jetzt wirklich was erwarten können. Aber ich wurde ja auch schon oft gefragt, wie es aussieht mit DLCs oder Updates für GTA Online für die Old-Gen-Version. Und da muss ich aus persönlicher Erfahrung euch einfach enttäuschen und sagen, ich glaube, das wird nichts, Freunde. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt noch erwartet für die Old-Gen-Version, das heißt für die PlayStation 4 und natürlich auch für die Xbox One. Was erwartet ihr da noch von Rockstar Games? Erwartet ihr von Rockstar Games noch so ein richtig fettes DLC, was ihr erwartet? Ja, aber es wird, glaube ich, natürlich nicht der Fall sein, dass das Ganze kommen wird. Aber ihr könnt mal trotzdem in die Kommentare schreiben, was ihr überhaupt so erwartet von Rockstar Games jetzt noch.
Und ich bin auf jeden Fall mega gehypt auf die Next-Gen-Version, was Rockstar Games sich da einfallen lassen hat. Und ja, im Januar, Februar, März 2022 kommt ja die Next-Gen-Version. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und was natürlich der Lieferumfang generell für die Next-Gen-Version angeht, ist ja ziemlich beschissen, sage ich jetzt einfach mal. Weil an eine PlayStation 5 zu kommen, ist genauso, als wenn ihr versuchen würdet, in eurem eigenen Garten nach Gold zu graben. Also so ziemlich unmöglich. Ja, das Ganze hat Sony auch schon bestätigt gehabt, dass PlayStation 5 im Jahr 2022 selbst noch kaum zu bekommen sein wird. Aber wahrscheinlich erst im Jahr 2023. Und da wir die Next-Gen-Version von GTA 5 erst, beziehungsweise schon im März 2022 bekommen, gehen einige Spieler ziemlich leer aus, die keine Next-Gen-Konsole haben oder auf dem PC spielen. Ja? Ich meine, so ein Gaming-PC kostet jetzt auch nicht die Welt, wenn man GTA 5 drauf spielen will. Ich meine, so 500-600 €, ja. Kann man zwar jetzt nicht in der geilsten Grafik spielen, ja, kann man auch keine Ruckler verhindern, aber naja, was soll's. Wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, Freunde, was ihr jetzt überhaupt noch erwartet von der All-Gen-Version, ob da jetzt noch irgendwas kommt, außer dieses kleine Weihnachts-DLC, Weihnachts-Update, ja. Und ansonsten, bevor wir hier Schluss machen, wenn ihr noch ein geiles VIP-Mod-Menü haben wollt für den PC, für GTA 5 Online, womit ihr euch Geld, RP, Level, Casino-Returns, alles modden könnt, um diese dann hinterher zu übertragen oder generell auf dem PC zu spielen, dann schreibt mich einfach auf Instagram an, Freunde. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ihr wisst, was zu tun ist, Freunde. Wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.